Hallo liebe Freunde, ich werde versuchen sehr laut und deutlich zu sprechen, weil er die eine Box ausgefallen ist. Mein Name ist Bugs Bunny, ich spreche hier im Namen der Organisation Freistaat Angst, aber auch von Stop Orwell 2020 zu Ihnen. Wir haben ja schon sehr viel gehört und sehr viel Wichtiges, also vieles werde ich jetzt nicht wiederholen. Die wichtigsten zwischenmenschlichen Werte in Gesellschaften weltweit sind Vertrauen. Vertrauen in die Gemeinschaft, in Institutionen, auch in staatliche Institutionen, Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen und Vertrauen, dass Menschen in Frieden leben wollen. Menschen vertrauen der gemeinsam festgelegten Werten und Normen und sie vertrauen auch in das Gute im Menschen selbst. Aber genau dieses Vertrauen wird seit jeher vor allem durch multikapitalistische Wirtschaftslobbyisten, aber auch Machtlobbyisten faschistischer und diktatorischer Staaten angegriffen und immer wieder neu zerrüttet. Im Laufe der Historie der Menschheit gab es immer schon Vertrauens- und Missgunst erzeugende Instanzen und Ansichten, deren Ziel es war, nur ihren eigenen finanziellen und Machtinteressen nachzukommen. Frieden, Freiheit und Vertrauen werden oft dafür geopfert, sowie die Gemeinschaftssinn und sozial rücksichtsvolles Verhalten, Respekt vom Privaten und Persönlichen, sowie die kulturelle Vielfalt von Gesellschaften. Die äußerst manipulativen Strategien der Zerrüttung vom Vertrauen und dem Schwächen der eigenen Gesellschaft haben als Höhepunkt der Eskalation wie Bürgerkriege, Kriege, organisiertes Verbrechen und separatistische Anschläge als Ergebnis. Der Missbrauch politische Instanzen seitens Finanzlobbyisten und Wirtschaftslobbyisten können sich dann ungehindert an solchen Konflikteskalationen durch die Produktion von Waffen und dem Handel damit bereichern. Ein Höhepunkt dieses unethische, geldgierige und machtgierige Verhalten haben wir in uns unter anderem in den 40er Jahren sehen können und ist uns allen bekannt als Genozid und Völkermord. Am Rande dessen sich ebenfalls diverse Lobbyisten bereichert haben. Solche Erkenntnisse unterliegen meistens ähnlichen Mechanismen, solche Ereignisse. Die Ausnahmezustände wurden als Kriege oder Bürgerkriege bezeichnet und schon immer gab es Macht- und Geldmasse kapitalorientierte Menschen, die sich daran bereichert haben. Diese Menschen sind es, die Entmenschlichung, Misstrauen und Angst sehen, um ihre Ziele zu erfüllen. Angst ist aber genau das Gegenteil vom Vertrauen. Die Angst vor Andersdenkende, die Angst vor anderen Kulturen und die Angst vor dem eigenen Nachbar und vor der eigenen Bevölkerung, die Angst vor dem Fremden und anderen Religionen. Die Festschreibung von Angst als Teil einer eigenen Demokratie sehen wir als großes Problem. Doch genau dieses findet statt, wenn wir es mit der Bezeichnung wie Demokratisierung von Terrorismus zu tun bekommen. Und genau diese Bezeichnung steht unter anderem als Beschreibung einer Firma, die uns als die Freistaat Angst eingeladen hat, bei ihnen zu referieren. Vor kurzem fand das statt. Bei einer Recherche finden wir nun nicht nur die Zusammenarbeit mit Sicherheitsfirmen, sondern auch Initiativen von Terrorismusbekämpfungsinstitutionen, die seit einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden schießen. Meist aber entstanden sich diese Firmen durch IT-Spezialisten mit einem Hang zur Philosophie und sie beschäftigen sich vor allem mit der Risikoeinschätzung und Überwachung. Aber kaum schauen sie auf die Ursachen und auf Konfliktvermeidungsstrategien oder haben als Ziel die Entwaffnung oder Einschränkung von Handel mit Waffen oder ähnlichen konfliktfördernden Elementen, die sich als Austragungsort Dritte Weltländer aussuchen. Ein Hauptmerkmal dieser neuen Institutionen ist es auch, Sicherheitstechnologie zu fördern und diese geschmackvoll Regierungen und Institutionen anzubieten. Und damit meine ich die gesamte Palette an Sicherheitstechnologie, die uns hier seit Jahren schon zu schaffen macht. Biometrische Körperabmessungen, Zwangscomputernutzung, Bewegungsprofile und permanente Kameraüberwachung, Drohnen zur Überwachung von Menschen, Textüberwachung, Lesegewohnheitsüberwachung etc. pp. Wir sehen es ja hier auf dem Banner.
Doch genau diese Mittel und Mechanismen sind der Grund für Eskalationen. Diese Techniken, die obskurerweise als intelligente Überwachung bezeichnet werden und mithilfe solcher Firmen auch Institutionen weltweit eingeführt werden sollen und weltweite Verbreitung finden sollen, missachten die Persönlichkeit, das Intimitätsempfinden und die Gefühle sowie Privatheit von Menschen. Sie schaffen Grenzen des Raums und verhindern Bewegungsfreiheit sowie Denkfreiheit. Sie schaffen neue digitale Persönlichkeiten durch willkürliche Interpretationen, verhindern Literatur und Austausch zu komplexen Themen und verhindern die Auseinandersetzung mit den eigentlichen Problemen, mit denen wir Menschen uns weltweit beschäftigen wollen. Sie zersetzen dadurch nicht nur das Vertrauen in Rechtsinstitutionen, sondern auch das Vertrauen uns Menschen untereinander. Sie entmenschlichen die Sprache und diskriminieren Menschen als zu markierende Objekte. Das ist tatsächlich etwas, was in solchen Forschungsprojekten drinsteht. Stellen Zwangsverchippungen oder Gendatenbanken in Raum und all dies ohne unsere Einwilligung oder ohne dies auch nur im geringsten der Öffentlichkeit gegenüber zu kommunizieren. Die Auflösung des Ethikbegriffs ist nur ein Ergebnis von vielen, was uns hier droht. Das Szenario ist seitens der Politik noch nicht als Gewaltszenario gegenüber eines Weltbürgers erkannt worden und auch noch nicht als an Waffen koppelbares neues Aufrüstungsszenario formuliert worden. Die Politik selbst, wie wir ja anhand der NSA-Affäre unter anderem sehen, hat noch nicht verstanden, wie stark diese neue kriegstreibenden Kräfte bereits etabliert sind. Es ist noch unbemerkt geblieben, dass die USA Menschen die Nutzung von Computern für sich nicht wollen, die Einreise verweigert. Und es ist noch unbemerkt geblieben, wie unmenschlich die körperliche Zwangsvermessung bei der Einreise in die USA ist. Die neue Kampfbegriff Terrorismus, der kaum die Vielfalt von Diversität, von Kulturen, von Konflikten weltweit beschreiben und erfassen kann, ist zu Alltagsmittel für die Legitimation von dieser sogenannten intelligenten Überwachung geworden, die unserer Meinung nach aber in Wahrheit ein Teil eines Kampfbegriffes ist. Alltäglich finden wir mittlerweile Artikel und Texte, die diesen Kampfbegriff nutzen. Und diversen Projekten von der EU finanziert werden, finden wir an erster Stelle lang vor Umweltkatastrophenforschung den Kampfbegriff Terrorismus. Es ist in der Politik und solchen Firmen noch nicht aufgefallen, dass es in der heutigen Zeit wohl wesentlich wichtigere Themen und größere Probleme gibt, die gelöst werden wollen und wo technische Innovationen bereits weitaus sinnvoller und angemessener sind. Die Ignoranz dieser Realität können wir so nicht unterstützen. Dafür setzen wir uns ein. Für die Beschaffung von Geldmitteln in solchen Firmen und Institutionen ist diesen jedes Mittel recht. Aber wenn wir doch alle sehen und wissen, wie die smarte Überwachung keinesfalls zu mehr Sicherheit führt und eher zu Radikalisierungen, und wenn wir wissen, dass die technische Kopplung von Waffen an Überwachungssysteme ein einfaches Unterfangen ist, warum findet dieser Kampf um die Legitimierung von Sicherheitstechnologien überhaupt statt? Ich kann es euch sagen, aus unserer Perspektive, die wir jetzt durch Untersuchungen rausgefunden haben, interne. Diverse multinationale Unternehmen wollen weiterhin sogenannte Dritte Weltländer ungehindert ausbeuten von Rohstoffen und Ausbeutung der Bevölkerung betreiben. Um sich des Widerstandes der einheimischen Bevölkerung zu entledigen, braucht es eben diese intelligente Überwachung. Denn es könnte ja sein, dass eine einheimische Bevölkerung mit der Verschmutzung ihrer Ländereien und der Ausbeutung ihres Landes, mit der Abrodung von Wäldern oder neuen Arbeitsversklavung, in Anführungsstriche, die eingeführt werden wurden, nicht einverstanden sind und sich vielleicht dagegen wehren könnten. Wie praktisch sind da diese Überwachungsmethoden an denen gekoppelte Waffenmechanismen? Ich rede hier explizit von Drohnen mit Installation von Waffen, die über Fernbedienung gezündet werden können. Und wie viel Geld bringen die Entwicklung, der Verkauf und die Verbreitung dieser Technologien ein? Wer profitiert davon, außer Macht- und geldgierige Unternehmen und Diktatoren? Wir kennen dies alles aus der Geschichte und müssen äußerst vorsichtig sein. Und aus diesem Grund lehnen wir die Nutzung des Begriffes Terrorismus, so wie er derzeit massig benutzt wird, gänzlich ab. Wir lehnen es ab, mit Firmen, Unternehmen oder Institutionen zu kommunizieren,
die diesen Prozess der Radikalisierung und der Gefährdung der inneren Sicherheit durch intelligente Überwachung nicht als solches erkannt haben. Wir werden uns nicht radikalisieren lassen, denn unser Ziel ist es nicht, Angst zu verbreiten, sondern Freiheit und Vertrauen unter den Menschen zu fördern. Wir werden uns für diesen seltsamen Kampf nicht instrumentalisieren lassen. Wir werden bei diesem neuen Krieg Maschine gegen Mensch nicht mitmachen. Pazifistische Friedensbewegungen und positive Kommunikation sind das einzige Mittel, um solche Kriegsbetreiben zu verhindern. Ja, wir lernen von Gandhi. Wir von Freistaat Angst und Stop Orwell empfinden biometrische Zwangsmaßnahmen, sowas wie Iris-Scan, Fingerabdruck-Scan, Gesichtserfassung, Körpergrößenerfassung und dies alles in digitalisierter Form, als eine Gewalttat uns gegenüber und als Vertrauensmissbrauch des Staates gegenüber seinen Bürgern. Das alles ist nicht nötig, damit wir in Frieden leben können. So sehen wir das. Daher sind unsere Ziele die Erhaltung und Etablierung zwischenmenschlichem und gesellschaftlichem Vertrauen und der damit einhergehenden Frieden. Sowas sollte auch finanziell gefördert werden, diese Erhaltung und Etablierung. Die Einhaltung aller Grundrechte, der Privatsphäre und der Schutz der Gesellschaft vor der intelligenten Überwachung, und das meine ich hier völlig ernst, der Schutz vor der intelligenten Überwachung. Das Festschreiben des Rechts auf Computer im Leben auch verzichten zu dürfen, wenn wir sie nicht nutzen wollen. Es gibt ja Menschen, die wollen sie einfach nicht nutzen. Die Erhaltung der Reisefreiheit, die Nutzung von Biometrie ausschließlich als freiwillige Option gesetzlich festzuschreiben, keine Zwangsdigitalisierung von Persönlichkeiten und keine Zwangsvermessungen des Körpers. Und das gesetzliche Einschränken von Überwachungstechnologien gegen Menschen, Stalking von Menschen, Belästigung etc. pp. Wir haben ja viele Leute, die sich mittlerweile schon belästigt fühlen. Wir kriegen ja auch Post in unseren Postfächern von mehreren Organisationen, wo immer wieder gefragt wird, wie kann ich mich so vermummen oder wie kann ich mich unkenntlich machen, dass mich die Kameras nicht permanent verfolgen. Ich möchte nicht, dass jeder weiß, was ich tue. Und wir wissen durch Cyberkriminalität, jeder kann auf alles zugreifen. Das ist alles schon passiert. 2007 gab es ja diesen großen Cyberangriff auf ein ganzes Land. Die Anwendung des Paragraphen, der eine Datensparsamkeit in allen Bereichen, vor allem um Infrastruktur zu schützen und eben diese Angriffe von Cyberkriminalität nur möglich zu machen, wir wollen, dass dieser Paragraph angewendet wird. Der wird nicht angewendet, es gibt ihn aber im Gesetz. Was geschehen kann, wenn wahllos Daten konstruiert werden und zentral gespeichert werden, haben wir ja eben 2007 in Estland sehen können. Und die Etablierung von gesetzlichem Schutz für Whistleblower und weitere Informanten, die muss auch gesetzlich festgehalten werden. Wir fordern unter anderem auch eine Transparenz der EU-Forschung und Entwicklung sowie der Vergabe von Forschungsmitteln und die Übersetzung allen Vorhaben auf Deutsch und in allen anderen Landessprachen der EU. Dafür gibt es nämlich extra Mittel und die werden nicht genutzt. Das steht alles nur auf Englisch und das sind 200 Seiten lange mathematische Fachbegriffserläuterungen auf Englisch und kein Mensch kann das verstehen. Und wir sind aber die Bürger und für uns ist es doch geschrieben. Eine gesetzliche Regelung der Einschränkung von intelligenter Überwachung hatte ich schon und vor allem fordern wir die Beschränkung vom Waffenhandel und Waffenkonstruktion sowie die festgeschriebene Verbot einer Entkopplung von Waffen an Überwachungsmechanismen, also CCTV in Kombination mit Drohnen und Waffen. Und zu guter Letzt die Bewahrung von menschenwürdiger Sprache und der Einschränkung der Gleichsetzung von Mensch mit Objekten, da dies der erste Schritt zur Entmenschlichung ist und in der Zeit des Holocaust ebenfalls als Mittel zur Legitimation von Gewalt gegen den damals als nichtmenschlich bezeichneten Randgruppen und Kulturgruppen genutzt wurde. Wir verlangen mehr Auseinandersetzung mit dem Problem der Entmenschlichung, welches in der EU geförderten Forschungsprojekten permanent zu lesen ist. Ich danke euch sehr, dass ihr so lange zugehört habt und danke auch den Veranstaltern und allen anderen Rednern.